Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Oliver von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Ich melde mich heute bei euch mit einem kurzen Infodump. Heute ist der 9.2.2020. Letzte Woche hatten wir ja berichtet über erste Zahlen aus einigen Kommunen zu den Kirchenaustritten 2019 und die Einzelzahlen, die wir da hatten, waren spektakulär. Und ich hatte gesagt, sobald Zahlen für das Land NRW bekannt sind, können wir damit eine belastbare Hochrechnung machen. Und das ist jetzt passiert. Das Justizministerium von NRW hat der DPA Zahlen gegeben über die Kirchenaustritte aus den großen Kirchen. In den letzten Jahren war das so, dass fast exakt 20,0% aller Austretenden in NRW ausgetreten sind. Das war 2016, 2017, 2018 so. Früher habe ich, um ehrlich zu sein, nicht geguckt. Mir ist das solide genug, um hier jetzt eine Vorschau zu wagen. Also, in NRW sind im Jahr 2019 exakt 120.188 Menschen aus einer der beiden Großkirchen ausgetreten. Das sind knapp 36% mehr, als es 2018 waren, als es wiederum 22% mehr waren als 2017. Wenn ich das hochrechne auf die gesamte Bundesrepublik, dann wären das für das Jahr 2019 exakt 600.940 Austritte. Boom. Um die 600.000 Austritte, also das wären auch mehr als 36% mehr. Das wären 36% mehr als 2018 und das wäre der höchste Wert seit knapp 30 Jahren. Das ist also spektakulär. Damals nach der Wiedervereinigung haben ja die Kirchen versucht, die Leute in der Täterei massenweise abzukassieren. Die sind dann in Scharen ausgetreten. Nochmal, wenn sich die Zahlen so bewahrheiten, dann ist das spektakulär. Möglicherweise merken ja viele Christen mittlerweile, was sie da eigentlich tun und wen sie da enablen. Was spezifische Motive angeht, kann ich nur genauso rätseln wie ihr. Dringt der Missbrauch langsam zu ihnen durch? Wollen die das Geld sparen? Oder sind sie einfach desinteressiert in dem, was die Kirchenonkels da sagen? Was meint ihr dazu? Kommentare, wie immer, gerne unter manglaubtesnicht.wordpress.com. Vielen Dank und tschüss. Working at my desk, computers on, email pumping up, mother to son. Holy See in flames, clergy's lost their head, bishops on the run. The Pope is dead, the Vatican call, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire. The Vatican call, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now.